Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 mit einem kleinen Inside-Check von der PlayStation 4. Im Hintergrund seht ihr ein kleines Herrschaftsgameplay auf der Map Standoff, Runde 1 von 2. Bevor ich anfange mit dem PlayStation 4 Inside-Check, möchte ich aber euch noch meine Waffenklasse sagen, die XPA 50 und die KAP 40 zweihändig. Die PlayStation 4 ist nun bald im Anmarsch, wenn es laut Sony geht, schon am 20. Februar dieses Jahres. Also wir müssen nur noch ein paar Tage warten, dann kommt die PlayStation 4 auf den deutschen, oder besser gesagt nicht auf den Markt, sondern wird vorgestellt. Die PlayStation 4 soll ganz neue Neuerungen enthalten. Zum Beispiel wird es möglich sein, die letzten 15 Minuten eines Gameplays aufzunehmen und auf die Videoplattformen wie zum Beispiel YouTube, Clipfish oder MyVideo zu laden. Die PS3 hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel, 2006 wurde sie eingeführt und jetzt wird es auch endlich mal Zeit für eine neue Konsole. Ich wünsche mir vom Sony Entertainment, dass natürlich ganz andere Sachen rankommen werden, wie es auf der PS3 wird. Ich möchte eine ganz andere Grafik, eine ganz neue Art. Ich möchte einfach dieses, wie heißt dieses System, Nvidia, auf jeden Fall dieses Grafiksystem, damit wir einfach Qualitäten erzeugen können auf dem Fernseher, wie das bei einem PC ist. So, da oben möchte noch jemand was sagen von Machinima Network, das ist der sonst irgendwas. So, ich mute dich mal, weil du bist bestimmt nicht von Machinima Network. Die PS4 wird wahrscheinlich einen ganz anderen Controller haben, einen sogenannten Touch-Controller, so wie ich das bei den verschiedenen Screenshots gesehen habe, und ich freue mich natürlich schon auf die PS4 und hoffe natürlich, dass der Preis nicht allzu hoch sein wird und werde mir das Ding natürlich sofort holen. Nicht, dass noch der Account YouTube Gamescom auf der PS4 schon vergriffen ist, weil sich irgendjemand gedacht hat, hey, YouTube Gamescom ist bestimmt schon langsamer, jetzt nenne ich mich mal YouTube Gamescom. Ich hoffe natürlich, dass man seine ID oder seine PlayStation Network Gamertag einfach hinüber katapultieren kann von der PS3 zur PS4 und dass alle Accounts, die auf der PS3 sind, nicht auf der PS4 anwendbar sind. Sonst können sich ja jeder Commander Krieger, jeder Whiteboy 7th Street, jeder C-Nanners oder jeder Woody's Gamertag nennen, wie er möchte, oder Snickers Eis, was auch immer. Wobei, er hat ja eh eine Xbox. Da muss er sich aber schnell eine Xbox 720 holen, der Danny Burnage. Leute, das war das kleine Commentary. Ihr habt mich abkacken sehen und ich habe eine schlechte KD und das weiß ich auch und das ist mir egal. Leute, das war der Inside-Check von der PlayStation 4. Ich habe ein bisschen in der Oberfläche gekratzt, nicht alles gesagt, nicht alle Daten erwähnt und ich sage ciao, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 vom Moin Clan und unten in der Videobeschreibung seht ihr alle Mitglieder des Moin Clanes. Ciao!